Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Ja, heute gucken wir uns mal wieder an, wie sich mein Depot entwickelt hat. Es hat sich etwas getan im Hintergrund. Seht ihr auch schon, die 10.000 Euro-Marke ist geknackt worden. Und vorab sei natürlich wie in jedem Video gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist wenn dann meine persönliche Meinung. Und falls ihr in Aktien, ETFs oder sonst was investieren möchtet, dann informiert euch bitte immer selbst und investiert nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und eben nicht gerade für Lebensmittel, Miete oder Sonstiges benötigt. Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal an die ganzen Kommentare und die neuen Follower, die hier dazugekommen sind. Ich habe mich wirklich erschrocken, aber vielen, vielen Dank dafür. Und falls ihr diesem Kanal noch nicht folgt und keine Updates verpassen möchte, dann folgt mir doch auch gerne, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, wir schauen uns mal an, den Tagestrend generell, wenn wir über die Aktien schauen, dann sehen wir, der untere Bereich ist hier auf jeden Fall ein bisschen ins Minus gegangen und der obere Bereich ist hier sehr grün. Und ja, insgesamt stehe ich bei einem Plus von 0,48% gerade. Das entspricht ja ca. 50 Euro ungefähr. Ich habe heute hier nochmal ein bisschen was investiert, nämlich in den S&P 500. Hatte ich ja gestern schon erzählt, dass ich diese Position eben ausbauen möchte. Und wir schauen gleich da mal drauf, wie sich das bislang entwickelt hat. Und ja, ist noch nicht so viel passiert natürlich. Aber ja, wie gesagt, ich bespare ihn, weil ich momentan auf etwas spare und das Geld eben nicht auf meinem Konto versauern lassen möchte, sondern eben es dann anlege. Gut, ja, fangen wir an mit Realty Income. Wir sehen hier ein gutes Plus von ca. 1 Euro. Bin insgesamt jetzt auch wieder fast 1% im Plus. 25 Euro circa ist natürlich jetzt nicht extrem gut bei der Gesamtperformance beziehungsweise beim Gesamtdepot, Gesamtpositionswert so. 3.460 Euro Gesamtwert habe ich hier und ja, in der letzten Woche ist es jetzt auch wieder gut im Plus und auf Monatsansicht betrachtet leider immer noch ein klein wenig im Minus, aber es steigt weiterhin und da freue ich mich natürlich extrem drauf oder drüber. Wir sehen auch hier, dass die Jahresperformance ja, ziemlich gut war, 13% plus gemacht. Wir sehen hier vor einem Jahr ungefähr lag der Wert noch bei unter 50 Euro. Ja, sie bringen mir eine gute Dividende monatlich und das finde ich super. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure beste Dividendenaktie ist, falls ihr Dividendenaktien habt, aber Realty Income auf jeden Fall ein guter monatlicher Dividendenzahler. Dann British American Tobacco lief heute auch super gut. 1,39% plus gemacht. Insgesamt jetzt hier fast 20% im Plus oder 242 Euro, was auch ja, sehr schön ist. Dann der MSCI World. Meine Position hier ist auch gut ins Plus gegangen die letzte Zeit. 0,32 hier heute plus gemacht. Insgesamt bin ich 7,3% im Plus, entspricht 73 Euro. Und das ist wirklich erstaunlich, weil diesen MSCI World, beziehungsweise ich habe hier eine Einmalinvestition quasi getätigt, habe es, glaube ich, in zwei Käufen gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es gerade nicht genau, auf jeden Fall habe ich den nicht bespart oder so. Und dann hier in kurzer Zeit 7,33% plus, also einfach mal so 73 Euro ist halt schon echt super gut. Ja, die letzte Woche lief hier auch gut und den letzten Monat 5% hier plus gemacht, ist natürlich auch echt super. Wenn man sich das letzte Jahr anguckt, ist es wirklich extrem krass gestiegen, 33,61%. Ich denke auch, dass Donald Trump der Börse auf jeden Fall gut tun wird. Was er sonst bringt, möchte ich gar nicht einschätzen. Gerade die Kryptowelt ist natürlich auch extrem gut, ja, gut gewappnet, beziehungsweise wird wahrscheinlich von ihm profitieren. Heute ist auch noch bekannt gegeben worden, dass ein Investor der neue Finanzminister werden soll. Grundsätzlich klingt das erstmal nicht schlecht, deswegen mal schauen,
wie es dann letztlich wird. Genau, so sieht es auf jeden Fall hier aus. Ich kann auch gerne mal wieder ein Depot-Update zu Scalable Capital machen. Dort bespare ich ja den MSCI World. Hier habe ich ihn als Grundgerüst quasi drin. Als starke Position möchte ich ihn auch hier weiterhin ausbauen. Aber ja, ich kann gerne mal, wie gesagt, ein Scalable Update machen. Lockheed Martin, auch ein kleines Plus gemacht von 0,59%. Noch nicht ganz bei 1.000 Euro Gesamtwert wieder. 70% bin ich jetzt hier im Plus, 411 Euro, was natürlich trotzdem extrem gut ist. Und ja, so sieht es hier aus. Dann Unilever, 0,53% Plus gemacht, hat mich auch sehr gefreut. Der letzte Monat ist noch nicht ganz wieder im positiven Bereich. Die letzte Woche war bislang ganz gut, 3,52%. Und ja, Performance insgesamt von 26,73% hier. Dann der S&P 500, in den ich ja heute investiert hatte. Ein klein bisschen jetzt schon im Plus, 0,15% oder 80 Cent ist jetzt natürlich nichts. Aber ich habe hier fast einen Anteil, sage ich mal. Und ja, so sieht es hier aus. Hier werde ich auch in nächster Zeit immer mal wieder was reinstecken. Ich weiß nicht, ob ich das monatlich mache. Das muss ich halt mal gucken. Und ja, das letzte Jahr auf jeden Fall hier bei fast 40%. Also was wirklich enorm ist. Wenn man sich die Maximalansicht mal anschaut, dann sieht man, dass seit ungefähr 2020 es eigentlich immer gut nach oben ging. Hier gab es da mal eine Seitwärtsbewegung. Aber dann seit letztem Jahr November, ungefähr diese Zeit, ist es auf jeden Fall wieder extrem gut angestiegen. Allein wenn man sich mal anguckt, vor einem Jahr hier der Wert bei 442 Euro und jetzt eben bei 608. Also ist natürlich schon echt extrem krass. Ja, mal gucken, wie lange. Viele erwarten ja, dass es alles zusammenbrechen wird. Mal schauen. Wird man natürlich dann sehen. Nvidia 0,35% oder 46 Cent. 8,41% Performance hier insgesamt. Also 42 Euro entspricht das. Next Era Energy ist gut zum Nachmittag hingestiegen. 1,5% plus oder 1 Euro. Hier 8,87% im Plus. Dann Novo Nordisk, 1,8% hier auch plus gemacht, wieder über die 100-Euro-Marke und auf den Monat betrachtet hier leider aber auch noch nicht im Plus. 132% bin ich jetzt hier im Plus, also wirklich absurd, verrückt. Ja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut auch. Dann Walt Disney, mein kleines Problemkind, sage ich mal. Okay, hier kommt gar nichts. Probieren wir es nochmal. Okay, keine Ahnung. Walt Disney möchte nicht. Auf jeden Fall 0,16% plus gemacht heute. Nicht so viel. MicroStrategy, ja, gerade extrem am Sinken. Wahrscheinlich liegt es daran, weil der Bitcoin-Kurs gerade sinkt. 10% heute auf jeden Fall minus gemacht. Hier wird nichts mehr angezeigt. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Trade Republic hat gerade ein Problem. Oder ich weiß nicht, warum ich es gerade nicht sehe. BlackRock, ja, perfekt, sehe ich auf jeden Fall auch nicht. Wir sehen 1% heute minus gemacht und Nellasar eben 0,19% minus gemacht. Insgesamt aber ein sehr gutes Plus von 0,54%, 55,63 €. Ja, wenn es so jeden Tag weitergehen würde, wäre ich natürlich super zufrieden. Wird es nicht, das wissen wir alle. Es gibt immer gute Tage und schlechte Tage. Aber ja, wir müssen das Beste draus machen. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Das würde mich auch interessieren. Folgt mir gerne für mehr Updates. Das freut mich auch immer extrem. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann.